liebe Schülerinnen, hallo liebe Schüler. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr habt diese Zeit bis jetzt gut überstanden und habt keine Ängste momentan. Das ist erstmal wichtig, dass ihr euch nicht zu viel Angst habt. Aber informiert euch auch. Und informiert euch bitte beim Gesundheitsministerium oder beim Robert-Koch-Institut und nicht auf diesen ganzen Seiten, die im Internet momentan geteilt werden, YouTube-Videos und so weiter von sogenannten Experten. Bitte achtet darauf, dass ihr seriöse Quellen habt, weil selbst in meinem Freundeskreis werden ganz merkwürdige Sachen geteilt. Und ich bitte euch, glaubt diesen Leuten nicht. Haltet Abstand, trefft euch nicht mit fremden Personen, bleibt zu Hause bei eurer Familie. Auch Freunde, niemanden treffen mit. Das wäre sehr wichtig momentan für die gesamte Situation und nehmt das bitte ernst. Okay, kommen wir jetzt zur Musik. Also, wenn ihr übt, bitte macht euch erstmal einen Plan. Versucht, jeden Tag ein bisschen was zu machen. Nicht an einem Tag 4 Stunden und dann wieder 6 Tage nichts. Das ist keine gute Methode. Wenn man ein Instrument lernen will oder singen möchte oder rappen möchte, ist es wichtig, dass ihr jeden Tag das in eurem Alltag integriert. Macht euch einen Plan, 10 Minuten um 6 Uhr jeden Tag zum Beispiel oder 20 Minuten in der zweiten Woche, 10 in der ersten, in der dritten 30 Minuten, steigert die Zeiten ein bisschen. Aber fangt erstmal mit 10 Minuten am Tag an. Das wäre mein erster Tipp. Tipp Nummer 2. Es gibt ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen, dass Singen Angst löst, dass Singen befreit, dass Singen gesund ist für die Lunge. Ja, Corona ist ja auch eine Lungenkrankheit, also stärkt eure Lunge, singt, macht das Fenster auf und macht Karaoke-Videos von den Songs, die wir momentan spielen, von Songs, die ihr gerne mögt. Und singt mit und rappt mit. Ja? Stellt euch hin, aufrecht und singt mit richtig viel Spaß und Elan. Das wäre mein erster Tipp. Entschuldigung, mein zweiter Tipp. Der erste war jeden Tag 10 Minuten. Tipp Nummer 3, die Klaviatur. Also, in fast allen Klassen gibt es Schüler, die kennen die weißen Tasten noch nicht, die kennen die schwarzen Tasten noch nicht. Bitte lernt das. Wenn wir irgendwann uns wieder in der Schule treffen, möchte ich, dass ihr wisst, hier ist das C, hier ist das F, hier ist das D. Und so weiter. Ihr könnt euch dazu das Video von Fanny Engelhardt anschauen. Da müsst ihr bei YouTube Klaviatur lernen eingeben. Und dann könnt ihr dort mit Fanny Engelhardt das lernen. Es gibt aber auch noch andere Leute, die euch das erklären. Das wäre ganz wichtig, dass wir nach dieser Zeit, nach den Osterferien, wenn wir uns irgendwann wiedersehen, dass ihr dann wirklich alle die
Klaviatur beherrscht. Das wäre Tipp Nummer 3. Ihr erinnert euch, dass wir den fünf Fingern fünf Zahlen zugeordnet haben. Daumen 1, Zeigefinger 2, Mittelfinger 3, Ringfinger 4, kleiner Finger 5. Linke Hand genau das gleiche. Daumen 1, Zeigefinger 2, Mittelfinger 3, Ringfinger 4, kleiner Finger 5. Und dann haben wir Bibis Melodie auf dem Klavier mit zwei Händen gespielt. Wenn ihr euch erinnert, haben wir den Daumen aufs C gelegt, rechte Hand, den Zeigefinger aufs D, den Mittelfinger aufs E, den Ringfinger auf den Ton F und den kleinen Finger aufs G. Also C, D, E, F, G. Und dann haben wir gespielt 3, 3, 3, 4, 5, 4, 3. Und dann 2, 2, 2, 3, 4, 3, 2. Und dann 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1. Die linke Hand, der Daumen auf dem C, also Finger 1 auf C, Finger 2 auf H, Finger 3 auf G, Finger 3 auf A, Finger 4 auf G und der kleine Finger auf F. Ja, und dann haben wir gespielt 1, dann 4, dann 3 und dann wieder 4 und dann mit beiden Händen zusammen. Wenn ihr kein Klavier oder eine Tastatur oder ein Keyboard zu Hause habt, nehmt eine App. Bei Apple iPhone heißt die App GarageBand. Bei Android Phones müsst ihr gucken, welche App ihr da installiert, aber da gibt es bestimmt auch viele Möglichkeiten. So, jetzt kommt mein fünfter Tipp für heute. Der fünfte Tipp ist ganz einfach. Beschäftigt euch mit dem Song, den wir für unsere Klasse oder für unseren Kurs gewählt haben. In fast allen Gruppen, die ich habe, steht der Song fest. Wenn ihr euch nicht erinnert, schreibt mir über iSurf eine Mail. Ihr könnt mir jederzeit über iSurf eine Mail schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ein Tutorial sucht. Gebe ich euch Tipps, falls ich Tipps habe. Also sucht euch den Song aus, den wir momentan spielen und beschäftigt euch mit dem Song. Hört euch den Text an. Worum geht es in dem Song? Lernt den Text auswendig. Versucht mitzusingen oder mitzurappen. Hört euch die Musik an. Hört euch oder schaut euch Tutorials an, in denen Klavier erklärt wird. Wenn die zu kompliziert sind, achtet erstmal auf die linke Hand, die Töne, die ganz links gespielt werden. Schreibt die Töne auf. Hört und spielt mit eurer App oder mit eurem Keyboard. Schaut euch Tutorials an, was das Schlagzeug macht. Schaut euch an, wie die Leute den Song live aufführen. Ob dort Instrumente spielen, ob dort ohne Instrumente vielleicht mit DJ gearbeitet wird.
ob die Leute irgendwelche Bewegungen machen, tanzt mit, habt Spaß. Alles klar, ich freue mich auf die Zusammenarbeit, schreibt mir eine Mail über iSurf und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bleibt gesund, ganz wichtig und ich melde mich bald wieder bei euch. Bitte teilt dieses Video auch. Ich weiß nicht, ob alle iSurfer unsere Mails benutzen. Ihr könnt das auch teilen, wie ihr mögt, so dass wir alle etwas davon haben und wenn ihr wieder in die Schule kommt, dass ihr dann auch was für den Musikunterricht gemacht habt. Aber am wichtigsten, bleibt gesund, informiert euch, wie ihr gesund bleiben könnt, auf den Seiten Bundesgesundheitsministerium oder Robert-Koch-Institut und haltet euch an die Vorgaben. Alles klar, bis dann. Tschüss.